Heute bei CT Uplink im Angebot ein Smartphone mit dem brandneuen Android M, ein Raspberry Pi mit Windows 10 und ganz viele Smartwatches. Bis gleich. CT Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. CT 1315 schreiben wir, haben wir geschrieben. Unglücksheft. Nein, kein Unglücksheft, ein total klasse Heft. Ja, gut. Und sogar mit ein paar von den Uplinkern vorne drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit Martin und Fabi. Genau, da ging es um die Livestreams, über die reden wir heute aber gar nicht, sondern wir reden heute über andere Themen, nämlich Themen, die Smartwatches. Da hast du, Keno, was dazu gemacht, dazu kommen wir gleich. Ja. Davor wollen wir aber über die Google I.O. reden, die jetzt gerade stattgefunden hat oder noch stattfindet, und über Raspberry Pi mit Windows 10. Mein Name ist Achim Bartschok und mit mir zusammen sind heute im Studio Peter Siering, Jan-Keno Jansen, Alexander Spier. Super, und Peter, du bist heute zum ersten Mal da, also Premiere heute bei Uplink. Freuen uns, dass du da bist. Wir wollen aber trotzdem, glaube ich, mit der Google I.O. anfangen, weil das ist ja so mit das aktuelle Thema. Die läuft auch noch übers Wochenende. Das ist die Entwicklerkonferenz von Google. Da geht es eigentlich um alles rund um Android, aber auch um selbstfahrende Autos. Eigentlich alles um Google. Also genau. Alles, was Google anbietet. Wir haben gestern auch eine dreistündige Live-Kommentarsendung zur Google I.O. gemacht, zur Keynote. Die kann man sich eigentlich, will ich das gar nicht sagen, aber die kann man sich auf YouTube angucken. Aber es war eigentlich so unsere erste Live-Sendung. Ja, so schlecht war es nicht. Also man kann das schon mal durchaus anschauen. Nee, aber es war die erste Live-Sendung im Uplink-Studio und das ist eher eine Live-Sache. Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn man sich die in der Konserve anguckt. Aber wenn ihr uns scheitern sehen wollt, dann guckt es euch auf YouTube an. Wenn ihr es kurz und prägnant zusammengefasst hören wollt, dann bleibt einfach hier. Genau. Denn Alex, du hast das auch begleitet. Keno, du warst auch mit in der Sendung gestern, aber Alex und ich, wir saßen oben und haben getickert fleißig. Die Drecksarbeit gemacht. Genau. Und Alex, was ist denn passiert? Ich habe jetzt so ein bisschen im Nachfeld so gehört, die meisten waren doch eher enttäuscht, dass nicht so viel passiert ist. Was gab es denn zu sehen alles? Also es gab natürlich die neue Android-Version, Android M, die Developer-Preview. Das ist natürlich, ja, für uns natürlich das Interessanteste so ein bisschen, weil, okay, neue Android-Version ist immer cool. Ich freue mich immer drauf, dass endlich wieder neue Updates, immer neue Funktionen. Aber es gab natürlich auch das Android, quasi, ich habe es das Android für das Internet der Dinge genannt. Also ein Betriebssystem für eben so Smart-Home-Geräte und sowas. Das kam. Es kam auch die neue Foto-App. Jetzt mit neuen Funktionen, neuen intelligenten Sortierfunktionen. Was kam noch? Ich überlege gerade. On Tap. Also, genau, Now on Tap. Das fand ich das am spannendsten. Innerhalb einer App, dass du die Now-Funktion quasi innerhalb einer App nutzen kannst, in der dir kontextsensitiv bestimmte Informationen dort auch anliefert. Also solche Sachen. Also viel Kleinkram, so ein bisschen. Viel, ey, wir haben das verbessert. Weniger so der große Knaller wie, okay, wir haben jetzt Google Glass oder ein selbstfahrendes Pappauto. Also das hat ein bisschen gefehlt, ne? Aber insgesamt doch sehr viel interessante Sachen, die so Google vorgestellt hat. Ja, gab es denn für dich irgendwie ein Highlight oder so? Also was war denn so das, was fandst du denn am spannendsten? Ja, also ich muss sagen, Android M fand ich schon am spannendsten, einfach deshalb, weil sie jetzt das machen, was sie hätte schon längst machen sollen, weil seit Lollipop eigentlich schon. Die App-Berechtigung, die haben an der Akkuleistung geschraubt und solche Sachen. Also die eigentlich notwendig waren, die haben sie jetzt endlich gesagt, wir machen es und wir beheben die ganzen Bugs, die wir mit Lollipop eingeführt haben. Beheben wir jetzt auch alle mit Android M. Das ist schon, es ist jetzt so ein bisschen eigentlich ein lames Highlight, weil so ein bisschen, es ist eigentlich selbstverständlich, dass sie es machen, aber ich bin froh, dass sie es machen, weil ich meine, so richtig zufrieden mit Lollipop war ich nicht und waren auch viele nicht, die sich so ein bisschen mehr erhofft hatten, was da Google macht. Ne? Ja, ich glaube, hier Dave Burke, der von Google, hat auch, glaube ich, 10-mal gesagt, we polished Android. Und ich glaube, das war auch letztlich, gab es jetzt nicht so ein großes Highlight-Feature, sondern eher eben dieses, wir haben viele Sachen verbessert. Vielleicht, wir haben ja ein Gerät da haben wir schon mal die Developer-Edition drauf installiert. Man muss, glaube ich, dazu sagen, das fertige Android M, vielleicht heißt es auch noch, dann nochmal irgendwie anders, Milky Way oder Mars oder was auch immer, das kommt erst, glaube ich, drittes Quartal. Ist
Genau. Also noch ein halbes Jahr hin wahrscheinlich, aber es gibt halt die Developer-Edition jetzt schon und zum Beispiel fürs Nexus 5 und da haben wir es auch schon mal drauf gemacht. Mhm. Vielleicht können wir da einmal in die Detailkamera gehen. Da ist doch, kannst du das noch ein bisschen näher, Peter? Jetzt musst du als hier der, unser Einsteiger auch gleich die Detailkamera hier. Du kannst ja mal ins App-Menü gehen. Da. Genau, zeig doch mal so ein bisschen hier das die erste Änderung. Da sieht man es schon, es scrollt jetzt halt nach oben und unten, nicht mehr links und rechts. Und es ist jetzt mit Buchstaben. Also das heißt, es ist ein bisschen besser sortiert. Man hat ein bisschen bessere Übersicht. Es ist auch offensichtlich schneller geworden. Gut. Also ich finde, das merkt man, also ich habe ja auch so ein Nexus 5 und das merkt man ganz deutlich, dass es auf jeden Fall viel flupsiger läuft hier. Also auch hier. Und das ist echt schon ein Unterschied zur Android L Preview-Version damals, denn die hatte schon so ein bisschen Hakler drin und das haben sie jetzt offensichtlich rausgekriegt. Also ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich bis zur Endversion dann auch beibehalten, dass das alles funktioniert. Wo gibt es die mit neuen Berechtigungen? Und zwar gehst du jetzt auf Apps. Genau, das ist, finde ich, ein richtig wichtiges Feature. Ich kann es nicht ganz genau sehen. Ja, das Berechtigungssystem wurde überarbeitet und zwar so, dass du jetzt für einzelne Apps einzelne Berechtigungen erteilen und wieder entziehen kannst vor allem. Genau. Und jetzt gehst du auf irgendeine App und dort unten irgendwo ist dann der Berechtigung eintragen. Ja. Und dort kannst du dann einstellen, also je nach Software ist es dann halt mehr oder weniger. YouTube darf auf die Kamera zugreifen und das kann ich dann ausmachen. Und es ist dann tatsächlich auch so, der wird auch dann fragen, wenn man es zum ersten Mal drauf zugreift, nachdem es installiert hast, wird er auch fragen, ob er drauf zugreifen kann. Macht er das wohl auch bei den Google-Apps? Das macht er auch bei den Google-Apps. Also zumindest habe ich so verstanden, dass sie das auch machen wollen. Wobei natürlich, wenn vorinstalliert, muss man ein bisschen aufpassen natürlich. Du kannst ja auch die Internetberechtigung nicht abschalten und solche Sachen. Also es gibt da so ein paar Sachen, die ja dann immer noch funktionieren. Ne? Also was ich auch spannend finde, ist wirklich, dass es, vielleicht kann man jetzt einmal kurz den Screenshot hier zeigen, den wir auf Heise auch bei der Berichterstattung hatten, heise.de. Ach so, alles klar. Klassiker. Das Airplay müssen wir erst anmachen. Ja. Hat uns gerade die Stimme aus der Technik erzählt. Bist du jetzt connected? Bisschen gespannt. Ja. Genau, so. Und das Spannende ist, es gibt für insgesamt 8 verschiedene Funktionen eben diese Berechtigung, die ich entziehen kann und erteilen kann. Und da ist, das finde ich relativ gut. Das ist auch mehr, meine ich, als bei iOS. Also Windows Phone auf jeden Fall und auch bei iOS. Was nicht dabei ist, ist Internet. Das heißt, Sensor ist, glaube ich, das gibt es bei iOS. Glaube ich bei iOS nicht. Ich glaube nicht. Wobei, ich weiß aber nicht, ob die Zugriff haben so einfach. Der fragt dann, glaube ich, nach GPS und solche. Also das ist wahrscheinlich da mit drin. Und ja, aber das ist auch, da ist halt auch der Beschleunigungssensor genau, drin. Und das kann auch intim sein. Genau. Also also wenn das alles gut funktioniert, glaube ich, ist es, was so diese Datenschutzfunktion angeht, jetzt, wo, also vorher war Android, da würde ich sagen, auf dem letzten Platz so. Was Datenschutz angeht, so die Möglichkeiten, die der Nutzer hat, das könnte die nach vorne bringen, was die anderen Betriebssysteme. Es war auf jeden Fall notwendig, dass sie es machen, weil das ging einfach so nicht mehr mit den ganzen Berechtigungen, das ging einfach auch so nicht mehr weiter. Ich meine, die anderen haben es und es ist klar, dass die Leute es wollen, also es ist gut, dass sie es jetzt wirklich dann auch endlich machen. Ne? Genau. Und dann gab es viele so kleine Details. Peter, wir hatten vorher in der Sendung darüber geredet, du hast gesagt, du bist nicht so der Freund von Android. Was war denn für dich so der Grund, oder was ist denn für der Grund, warum du Android nicht so magst? Vielleicht hat das jetzt Google korrigiert. Nein, das liegt an der Sozialisation. Ich habe angefangen mit einem iPhone und habe dann mal irgendwann, als das iPhone zu alt war, ein neues Telefon her musste, ein Android-Gerät gekauft aus Neugier. Und diese Neugier hat nur einen Tag gehalten. Und dann habe ich das Gerät wieder verkauft. Einen Tag, da hast du dem Android wenig Chancen. Nein, also ich bin eigentlich passionierter Bastler. Ich hab viel mit Linux gemacht und so weiter. Ich finde das eigentlich super spannend. Aber so ein Telefon möchte ich es einfach benutzen. Ich möchte telefonieren, ich möchte meinen Kalender gucken, ich möchte E-Mail lesen. Das ist das Wesentliche, was ich damit tue. Das Spielen, das hört dann ja irgendwann mal wieder auf. Und das hat alles nicht funktioniert. Ich habe meine Kalender nicht gescheit reingekriegt. Ich habe mehrere, da gibt es eine ganze Menge Einschränkungen im Android. Da musste ich anfangen, Software zu installieren dafür, um überhaupt an die Kalenderdaten ranzukommen. Und ich habe gemerkt, ich hätte das sicherlich hingekriegt. Hätte vielleicht ein paar Stunden gedauert, bis ich warm damit werde oder auch ein paar Tage oder womöglich Wochen. Aber ich habe dann doch die Abkürzung bevorzugt, mir wieder ein Gerät gekauft, was ich iOS wieder? Wieder ein iOS-Gerät gekauft. Ich habe auch ein Windows Phone in der Ecke liegen, so als Ersatzgerät, wenn irgendwie mal in der Familie eins runterfällt, dann wird das ausgeteilt. Aber dafür ist es gerade gut genommen. Nein, das kriege ich oft sehr schnell zurück. Das ist auch so ein ganz billiges, hat ein Kollege gekauft aus Neugier und dann weiterverkauft. Aber da finde ich mich besser zurecht als in der Android-Welt. Jetzt eben hier, als ich das Gerät hier in die Kamera gehalten habe, ist natürlich auch fies, dem Android nicht freuen, das Gerät in die Hand zu drücken und zu sagen, braucht ich Nachhilfe beim Bedienen. Alex, du kennst ja im Prinzip alle Betriebssysteme. Ist es was, wo, also das war jetzt,
Thema so Bedienbarkeit und so, hat sich das denn gebessert? Ist das vielleicht auch was, was bei Android M nochmal besser wird? Ah, darf ich nochmal fragen, war das denn ein Nexus-Gerät oder war das... Das ist ein Samsung gewesen. Genau, und das ist leider der große Fehler, den viele Leute machen, dass sie, das ist kein Android, sondern Samsung klatscht da irgendwie so ihre eigene Bedienoberfläche drauf und die ist total inkonsistent. Da ist dann teilweise, ist es dann Original Android und dann ist wieder irgendwas von Samsung und das sieht auch alles anders aus und wird anders bedient. Und ich finde, Android, also wenn man ein Urteil über Android sich bilden will, dann muss man Vanilla Android, also zumindest Cyanogen ja, oder so angucken. Ja, es stimmt schon, Vanilla Android, um das mit einschätzen zu können, sollte man Nexus holen oder eins, wo oder das drauf ist. Oder halt Cyanogen. Ich glaube, das ging damals los, ne? Diese alternativen Firmware für die Android-Geräte. Dann habe ich ein bisschen drüber gelesen und dann las man aber, das ist ja schon eine Weile her, dass man nicht telefonieren kann. Ich meine, das tue ich ab und zu noch. Ich würde aber Peter trotzdem insofern immer noch zustimmen, auch jetzt noch. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen her und auch mit Android M. Ich finde, ist meine persönliche Meinung, iOS ist immer noch ein bisschen intuitiver und vor allem, was Google halt leider in den letzten 5-6 Jahren gemacht hat, ist halt immer wieder das Konzept auch ein bisschen zu verändern. Denkt nur an die ganzen Sensortasten und die Zurück-Buttons und die Menü-Buttons und wo ist die Einstellung, wo ist der Einstellungs-. Aber da muss man jetzt auch sagen, also da haben sie inzwischen haben sie eine gewisse Konsistenz. Gut, jetzt haben sie mit dem Material-Design wieder was Neues gemacht, das muss man sagen, aber sie haben inzwischen eine gewisse Richtung. Gut, kann man nicht sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr hoch und runter, jetzt ist es links und rechts, warum baut man das schon wieder um? Bei iOS ist es seit Jahren gleich geblieben, ist immer so. Aber man hat schon das Gefühl, Google bemüht sich dann so einen gewissen, auch so eine Einfachheit reinzubringen. Das ist ein anderes Konzept und ich finde auch, das ist das schwierigste System, wo man am schwierigsten reinkommt. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, hat das durchaus seine Vorteile. Und dieser, wie früher, dass du für verschiedene Funktionen zig Wege hast, das haben sie wirklich reduziert. Ne? Also das ist jetzt schon, versuchen schon das zu vereinheitlichen. Also es wird besser, es ist immer noch nicht auf Anhieb wirklich vollständig zu erfassen. Also man muss schon ein bisschen sich reinarbeiten, aber insgesamt finde ich trotzdem, Android hat immer noch seine großen Vorteile. Ne? Also ich persönlich finde sogar, dass Android tatsächlich das schönste Mobilbetriebssystem ist. An zweiter Stelle kommt Windows Phone und ich finde, iOS sieht einfach nicht, ich finde, das sieht irgendwie altmodisch aus. Es ist altbacken, das stimmt. Es wirkt altbacken, einfach weil es schon seit fünf Jahren die Grundsystem sich nicht geändert hat. Ne? Aber über Optik lässt sich ja auch unglücklich streiten. Ich würde vorschlagen, Peter, wir drücken dir einfach mal mit, wenn Android M jetzt im Herbst rauskommt, nochmal ein Gerät in die Hand und zwingen dich, das für eine Woche zu halten und dann laden wir dich nochmal in die Sendung ein. Womöglich reicht eine Woche nicht, ist meine Erfahrung. Ich habe schon viele Systemwechsel gemacht, von Windows auf Mac auf Linux und so. Dann, dann braucht irgendwie meist ein bisschen länger. Du kriegst es 2 Wochen. Danke. Nehme ich beim Wort. Aber Android war ja nicht das einzige Thema, das für uns vielleicht, du sagst für dich vor allem interessanteste. Ja. Ich hatte aber das Gefühl, für dich gab es noch ein paar andere Highlights, ne? Ach so, ja. Obwohl, können wir noch mal einmal über OnTap reden? Ich finde, das war für mich echt so ein dickes Ding. Vielleicht kannst du das noch mal kurz einmal erklären, also, was es überhaupt ist. Eigentlich ist es so, dass mein Google Now ist als Assistent sowieso schon bekannt und jetzt hat Google es dann so gemacht, dass man innerhalb einer App auch diese kontextsensitiven Informationen direkt in der App aufrufen kann. Muss dann einfach auf den Home-Button einmal kurz drücken und dann kommt halt passend zum Inhalt dann noch irgendeine Information. Also das Restaurant oder der Ort oder irgendwelche. Das heißt, du schreibst mir eine WhatsApp, Kino, wollen wir ins Kino gehen, es läuft Mad Max oder was und dann drücke ich den Home-Button und dann kriege ich gleich... Und zu schauen, wie Mad Max ist, ob Mad Max cool ist. Und wahrscheinlich, wo es hier in Hannover im Kino läuft. Genau. Weil es wird, glaube ich, nicht nur auf Stichworte gescannt, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern auch auf... Also der versucht wirklich den Sinn zu erkennen. Genau, das versucht halt wie bei der Sprachangabe auch eben diesen Kontext zu erkennen, in welchem wo das genannt wurde und dann daraus die Informationen zu ziehen. Also ist die Frage, wie gut das funktioniert. Gerade auf Deutsch dann wieder, also im Englischen hat das bisher immer ganz gut funktioniert, auf Deutsch war es dann immer so ein bisschen hakelig manchmal. Aber sag mal so, die Funktion ist an sich cool, weil du musst halt nicht aus der App rausspringen, sondern du kriegst die Informationen direkt in die App. Du musst halt nicht immer wechseln und dann suchen bei Google, sondern du kannst halt direkt innerhalb von WhatsApp dann schauen, kriegst du eine Einblendung, aha, so und so. Ne? Und soll auch bei Audio und Video funktionieren. Das soll, wer ist der Schauspieler? Da frage ich mich allerdings, wie das funktioniert. Ja, ne? Ich meine, das ist ja durch Ton, also Amazon macht es ja schon durch die Tonanalyse zum Beispiel, auch bei Google Play ist es, glaube ich, inzwischen drin, bei den Filmen, also bei den Englischen, dass du halt innerhalb der Filmszene dann sehen kannst, aha. Gut, aber da kann ja Metainformationen drin sein, aber mich interessiert, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Heise-Seite irgendwas streame oder so. Ich kann zum Beispiel, bei Amazon ist es so, das Fire Phone, ne? das kann ich an die an den Film halten und der erkennt innerhalb des Tons
das ist dieser Film und das ist diese Information. Es klappt nicht immer, aber die Grundfunktionen sind schon, gibt es schon. Wahrscheinlich wird Google sowas Ähnliches nutzen. Aber ist es halt gleichzeitig auch gruselig, dass Google jetzt nicht nur mein Zeug, was im Browser passiert, Data minen kann, sondern halt auch jetzt, was in den Apps passiert. Ja. Ne? Ja, also das heißt, Google liest wirklich alles, alles geht über die Server von Google, alles, was im Handy passiert. Das ist ja auch das Chrome, diese Chrome-Tabs, die jetzt quasi als Ersatz für das Webview sind, sondern dass man quasi innerhalb der App in den Chrome-Browser wechselt. Der sieht dann zwar aus wie die App, aber ist halt eigentlich der Chrome-Browser. Mhm. Also Google versucht schon alles möglichst unter seine Fittiche zu nehmen. Also alles, was jetzt außerhalb oder was jetzt irgendwie mit Google zu tun haben könnte, wollen sie auf jeden Fall sich holen. Ja. Und das merkt man schon, das ist eine sehr krasse Datensammelei schon wieder ist. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, weil wir haben ja eigentlich seit dem ersten Android so gesehen, wie Google immer mehr so diesen Standard-Browser, die Standard-App so versucht hat, mit den eigenen Diensten zu ersetzen, um dem Nutzer quasi die eigenen Dienste möglichst zu präsentieren, dass man die nutzt. Und jetzt gehen sie einen Schritt weiter, weil natürlich in den Apps auch die Nutzer die WebKit-Engine vom System ohne den Chrome-Teil sozusagen benutzen. Jetzt versuchen die auch die App-Entwickler dazu zu bringen, ihre Dienste zu nutzen, weil sie dann mehr davon haben, also vielleicht mehr Daten bekommen. Aus Googles Perspektive absolut verständlich, aber es ist auch ein bisschen gruselig. Gerade habe ich mich noch darüber gefreut, dass der Datenschutz mit Android M so viel besser wird. Jetzt muss ich gerade mein Urteil vielleicht doch wieder revidieren. Ja, aber nimm mal, zum Beispiel Facebook hat ja jetzt auch schon einen eigenen Browser eingebaut. Die wollten ja auch, dass du nicht mehr in Chrome kommst, sondern quasi innerhalb der App bleibst. Und das versucht jetzt Google offensichtlich ein bisschen rückgängig zu machen und dann eben die Nutzer oder die App-Entwickler zu überzeugen, doch lieber den Chrome zu benutzen, weil die Funktionen... Kalter Krieg. Ne? Das ist wirklich, das geht wirklich alles um die Daten. Ne? Ja, das ist echt interessant. Und man sieht es dann tatsächlich auch auf so einer Entwicklerkonferenz mit den neuen Funktionen. Jetzt haben wir so viel über. Aber deswegen wollte ich nur sagen, deswegen ist es so charmant, dass Google ja diese Pappbrille dann trotzdem noch weiterentwickelt hat. Aber über die habe ich halt auch schon hier in der Sendung oft erzählt, über Google Cardboard. Ist einfach eine VR-Brille aus Pappe, wo man sein Handy reinmacht und hält sich das vor die Augen. Und da gibt es 200-300 Apps für. Und die hat Google ein bisschen verändert, sodass auch ein 6-Zoll-Telefon da reinpasst. Sonst war bei 5,3 ungefähr Schluss. Die scheinen die Optik ein bisschen zu verändert zu haben, ein bisschen bessere Linsen. Es gibt jetzt einen anderen Druckknopf. Vorher war das ein Magnetschalter und jetzt ist das so ein Knopf, der offenbar, wenn ich das heute Morgen richtig recherchiert habe, auf den Touchscreen draufdrückt durch die Pappe. Okay, also ich drücke auf den Knopf drauf und der drückt dann so ein schwammartiges Ding auf den Touchscreen. Das Problem war nämlich, dass dieser Magnetschalter hat so funktioniert, dass das Magnetometer im Smartphone eine Veränderung im Magnetfeld gemerkt hat und dadurch eine Aktion ausgelöst hat. Aber das Problem ist, das war hier auf der linken Seite. Und das hat beim Nexus gut funktioniert, aber bei vielen anderen Handys ist das Magnetometer an einer anderen Stelle eingebaut. Das heißt, du hättest dann den Knopf auf der... Deswegen haben sie sozusagen die ganz einfache Methode benutzt und drücken jetzt von außen aufs Display. Bin ich mal gespannt von den Größen, ob das überhaupt noch passt. Ne? Also ich meine, bei den 6 Zoll mag es dann gehen, aber ob es dann bei den 5 Zöllern und so immer noch funktioniert, bin ich mal gespannt. Muss man sich angucken. Also unser Kollege Daniel Sokolov, der für uns da jetzt vor Ort ist, der schickt die neue Cardboard hoffentlich schnell her. Und es gibt eine neue Kamera von Google, die extra für Virtual Reality Inhalte. Ja, eine Kamera eher eine Kamerahalterung. Ja, oder ein Kamerasystem. Ja, genau. Da haben wir beiden die Meldung noch auf Online gestern um 11 geschrieben. Kann man da auch noch mal kurz reinblenden? Genau, also eigentlich geht es um mehr als diese Haltung. Google hat das Problem, VR findet total klasse, aber es gibt keinen Content und jetzt halt versuchen. Ja, das stimmt ja nicht ganz. Ja. Es gibt keinen Real oder es ist sehr schwierig, Realfilm-Content für VR. Es ist halt sehr schwer, ein weites Sichtfeld plus Stereoskopie, weil du brauchst ja dann für zwei Augen auch zwei verschiedene Bilder. Wir reden aber jetzt wirklich nur von Realfilmen. Die meisten VR-Anwendungen sind natürlich Computergrafik. Mhm. Das hat Google ja durch ihr SDK. Das SDK für Google Cardboard, also wenn man solche VR-Apps programmieren will, gibt es jetzt auch für iOS und die Cardboard-App gibt es auch für iOS. Das ist auch eine neue Sache übrigens, nochmal am Rande. Und das ist jetzt dieses Kamerasystem, ist jetzt was, um VR-Videos einigermaßen professionell aufzunehmen. Und dafür hat Google eine Halterung entwickelt, wo in der ersten Iteration 16 GoPro-Kameras drin sind, ringförmig angeordnet. Da hat Google wohl auch mit GoPro zusammengearbeitet. Das ist nur ein bisschen blöd, ne? So eine GoPro Hero 4 kostet, was hatten wir geschrieben? Ab 350 Euro, glaube ich. Und das mal 16.
Ich glaube, das ist ganz klar, was für professionelle Anwender, die halt diesen Content machen wollen. Und ich glaube, du wirst jetzt nicht damit in deinem Urlaub deine Urlaubsvideos zukünftig so machen. Aber ich glaube, da ist ein Markt dafür. Also ich glaube, es wird recht schnell, also ich würde sogar sagen, innerhalb eines Jahres wird es günstige 360-Grad-Kameras geben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwann vielleicht in 2 oder 3 Jahren, je nachdem wie VR erfolgreich wird, das ist dann in Smartphones drin, dass ich einfach mein Smartphone so hochhalte und dann habe ich ein 360-Grad-Video. Da bin ich mir recht sicher. Und das Wichtige ist vielleicht dann auch gar nicht unbedingt diese Halterung, sondern das System der Ausrichtung dieser Kameras, das dahinter steht, und eine Software, mit der Google halt diese Bilder so stitcht, dass du wirklich ein stereoskopisches 360-Grad-Bild bekommst. Das heißt, du sitzt wirklich im Film mittendrin und kannst dich überall hindrehen, und das soll sehr toll aussehen. Es gab ja auch so eine Demo, die sah ganz gut aus schon mal. Und dass YouTube quasi auch dann 360-Grad-Film, Stereoskopie In VR unterstützt. Also YouTube unterstützt jetzt schon 360-Grad-Videos. Die kann man sich aber nur so mit dem Finger, kann man sich rum. Das ist halt wie Street View oder so. Ist nicht so cool. Sondern cooler ist, wenn man sich die Cardboard vom Kopf schnallt und dann wirklich durch die Szenerie durchgucken kann und wirklich dann denkt, dass man wirklich da vor Ort ist. Ne? Also das ist schon ziemlich cool. Und Google hat ja auch gesagt, dass sie mit dieser Kamera schon einige Videos auf der ganzen Welt gemacht haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die jetzt auch in der Cardboard-App Einzug halten. Und das mal gucken, ob es jetzt schon, ob ich meine, ich hätte gerade schon ein Update auf meinem Handy gesehen, dass kommt aber jetzt gerade erst rein. Also es klingt auf jeden Fall spannend. Also ich bin, also Bildqualität bin ich ja ein bisschen skeptisch. So, ich meine, die GoPro hat schon eine ordentliche Bildqualität, aber ob das so auf der, wenn es noch zusammenstitcht und so weiter, ob das dann auch immer noch wirklich immer gut aussieht oder ob das eher so ein, okay, wenn es jetzt ganz ruhig hält und so funktioniert, aber sobald es in Bewegung ist und so weiter, bin ich mal gespannt. Ne? Da bin ich auch gespannt. Müssen wir uns angucken. Auf jeden Fall, also ihr merkt schon, es gibt eigentlich doch recht viel. Also ich fand es nämlich gar nicht so enttäuschend, was da so gab. Und wir haben jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt eigentlich gehabt. Es ist ja auch noch so, dass die Konferenz noch weitergeht. Ich meine, das waren jetzt die Kracher, die man am Anfang raushaut, aber ich glaube, so wie es auch bei Microsoft oder Apple Entwicklerkonferenzen ist, da kommen viele Details dann noch jetzt übers Wochenende, über die nächsten Tage. Und guckt doch einfach mal auf heise.de, die Berichterstattung von uns. Da wird, glaube ich, noch einiges zu sehen sein. Aber ich würde sagen, jetzt verlassen wir mal Google, die Google-Welt für einen Moment und gucken uns mal die Microsoft-Welt an. Doch, als nächstes. Juhu. Ne, das heißt ja mal, wir reden immer so viel über Apple und über Google. Ich habe mich auch gleich geoutet, indem ich hier den iOS-Fanboy gegeben habe, um jetzt was von Microsoft zu zeigen. Also Peter, du hast dir ein Thema gemacht. Peter, du hast ein Thema gemacht, wo wir auch schon mal, glaube ich, erwähnt hatten und das total durch die Presse ging, nämlich Raspberry Pi, der neue, da läuft jetzt auch Windows 10 drauf. Und da hab ich mir natürlich sofort gedacht, irgendwie, ja cool, da kann ich demnächst, so wie Keno mal getickert hat mit dem mit Linux auf Raspberry, dann habe ich da ein volles Windows auf meinem Raspberry, kann ich meinen Office-Rechner hier gleich mal rausschmeißen. Ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so. Du hast ja die Vorab-Version angeschaut. Wie läuft es denn? Ja, es ist ganz anders, beziehungsweise die Erwartungshaltung, wenn man Windows hört, ist natürlich, da läuft jetzt ein Desktop drauf, da kann ich zumindest einen Text aufschreiben oder einen Browser starten, und das ist gar nicht so, sondern Microsoft hat das im Grunde genommen als Windows für Geräte, also im Grunde für das Internet der Dinge gemacht. Oder eben auch für Leute, die gerne basteln, also für diese Maker-Szene. Das ist das, wo sie im Moment wohl sehr aktiv drauf losgehen. Also für Bastler, die eben nicht so sehr mit der Linux-Welt vertraut sind, sondern die eben aus der Microsoft-Welt kommen. Also Windows-Entwickler gibt es ja zuhauf. Diese Tool-Channel, die es da gibt, also im Wesentlichen ist das Visual Studio heute, im Griff haben und vielleicht auch gerne so ein Gerät wie den Raspberry bespielen wollen mit Programmen. Und die möchte Microsoft erreichen. Also du kannst dann quasi Programme in C-Sharp oder irgendwas und dann auf den... Ja, das Faszinierende daran ist eigentlich, dass Microsoft da diese universellen Windows-Applikationen, für die sie ja schon länger werben, seit Windows 8.1, noch etwas erweiterter Form eben auch auf den Raspberry bringt. Das heißt, ich habe ein Programm, das kann ich auf dem Raspberry laufen lassen, das kann ich auf dem Windows Phone laufen lassen, auf einem Tablet, auf einem Windows-PC, auf der Xbox oder auf diesem irren Surface Pro oder dieses Riesenteil, was sie an die Wand hängen für Konferenzen. Das ist ein Programm. Und ich habe so ein paar Sachen ausprobiert, das funktioniert auch tatsächlich. Ich habe alte Windows Phone-Anwendungen gefunden, die man mit relativ geringem Aufwand dann auf dem Raspberry zum Laufen bringen kann.
Na, das, die haben da schon große Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Aber es ist eben völlig anders. Also wenn man den Raspi kennt mit Linux und findet man fertiges Image, das spielt man auf die SD-Karte, dann hat man ratzfatz ein wunderbares Media Center am Fernseher hängen. Sowas gibt es in der Windows-Welt im Moment nicht. Was passiert denn, wenn man das Ding bootet? Wenn das Ding bootet, dann zeigt das erstmal so einen ganz, ganz simplen Schirm. Den können wir vielleicht auch mal zeigen. Johannes, können wir den mal zeigen, bitte? Panik. Also das war so, als wir das, es ist nicht so richtig angekündigt worden von Microsoft. Es gab von Microsoft zwei große Konferenzen und eine für Entwickler und da kamen Vorträge, die so in eine ähnliche Richtung gingen und dann haben wir mal geschaut, gibt es irgendwas und dann fand sich also der Code. Und wenn man dann nach einer Weile die Karte bespielt hat, was ja umständlich nur mit Windows 10 mit der Vorabversion geht, weil das ein sehr spezielles Format ist, anders als bei Linux, wo man einfach das Image 1:1 drauf spielt, braucht man hier ein spezielles Programm, das am besten unter Windows 10, also unter einer Vorabversion drauf geht, dann kriegt man diesen Bildschirm zu sehen und wir haben als allererstes mal eine Maus angeschlossen. Das ja einmal beschreiben. Also ja, und die Maus bewegt und nicht mal der Mauscursor war zu sehen und bewegte sich. Ja, vor allem sieht man mich auch. Also das ist okay, jetzt so. Das ist jetzt einfach nur so ein Screen. Der sieht halt wie so eine Windows-Kachel sieht das aus, ne? Ja, ich würde das Wort Kachel nicht in die Hand nehmen, also in den Mund nehmen. Es gibt weder ein Startmenü noch einen Startschirm. Das Design ist so ein bisschen so wie eine Kachel-App. Wie nennt sich denn das? Also diese neuen Windows-Apps halt. Universelle App oder Universal App. Ne? Also man nicht Metro mehr nennen darf. Genau. Also es ist jetzt kein Terminal oder so, sondern es sieht grafisch schön aus, aber es gibt... Es ist tote Hose, muss man sagen. Es gibt einen Knopf, auf den man drücken kann, da kann man die Spracheinstellungen ändern und es gibt einen weiteren Knopf, da kann man drauf drücken, um das Gerät neu zu starten. Runterfahren geht schon nicht, weil der Raspi sich nicht abschalten lässt, so richtig. Ja, genau. Und WLAN. WLAN geht aber noch nicht. Was man hier sieht, ist die IP-Adresse des Gerätes, die braucht man, um sich mit ihm dann übers Netzwerk zu unterhalten. Das heißt, man muss es zwingend ans Netzwerk bringen, per Kabel, und man erfährt den Namen. Und das ist es auch schon gewesen. Und dann steht da unten, visit windowsondevices.com to start developing. Genau. Und das muss man sagen, das ist echt cool. Also wenn man sich die Webseiten anguckt, dann haben die da schon eine Menge Beispielprojekte auf die Beine gestellt. Unter anderem gibt es so ein kleines, ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Bollerwagen, den man mit einem Controller von Xbox durch die Gegend fahren lassen kann oder eben auch steuern kann über eine Anwendung auf dem Raspi. Da sitzt dann ein Raspi drauf. Und es gibt so den Klassiker, ich hab das mitgebracht, das Hello World der Maker, nämlich eine blinkende Leuchtdiode am Raspi. Ist das Hello World in Morse-Code? Das ist noch viel, viel einfacher. Mal gucken. Das kann man, um das jetzt zu starten, also wenn ich so ein Programm starten will, muss ich normalerweise das Visual Studio bemühen und aus dem Visual Studio heraus das Programm auf den Raspi schieben. Dabei werden dann noch irgendwelche Bibliotheken installiert, alles Mögliche. Wenn man das mal gemacht hat. Ein bisschen wie beim Arduino, ne? Dann kann man allerdings mit einem Webbrowser auf den Raspi zugreifen über das Netzwerk und kann dann mal auch die ausgeführte Applikation umschalten. Mhm. Ich mache das mal und zeige mal das Blinken einer Leuchtdiode. Ach, da schaltest du jetzt die Da wähle ich aus und dann sage ich einfach. Das ist ja exakt wie auf dem Arduino. Start und dann wird man irgendwie hoffentlich gleich sehen, dass sich das Bild ändert, wenn nicht. Hast du ihn denn angeschlossen an deinen? Er ist angeschlossen, Rechner. Aber offenbar ist die Session, die ich hatte hier, die ich mal gemacht habe, bevor wir angefangen haben, schon abgelaufen. Okay, du hattest quasi dann so ein. Also, und dann kannst du im Prinzip so. Also, den zum Steuern von. Wir sind über das typische Ding gestolpert. Bist du in einem anderen WLAN? Nein. Die ersten 5 Minuten hat der Raspi eine IP-Adresse und dann änderte sie sich nochmal. Achso, das ist ja logisch. Und meinst du, das sind Bugs momentan noch, weil es so im frühen Stadion ist? Aber dieser Webserver hier, was du siehst, das kommt jetzt vom Raspi. Das liefert der Raspi aus, genau. Und jetzt schalte ich hier mal irgendwie um auf die. Jetzt dauert es ein Weilchen, bis er sich gesammelt hat und die neue Applikation ausgeführt hat. Das ist auch so, wenn man das Ding frisch bespielt hat, dann braucht er etliche Minuten, bis das erste Mal überhaupt was zu sehen ist. Ach, cool. Na, und jetzt kann man hier sogar, das sieht man, es ist schon GUI da. Man hat immer gesagt, es ist eine reine Steuergeschichte. Nee, man kann schon grafische Anwendungen schreiben, aber eben... Und tatsächlich? Na, das Blinken ändert sich, ne? Also wir sehen halt eine blinkende LED und wir sehen halt auf dem Bildschirm, also auf der HDMI-Ausgabe des Raspis,
sehen wir halt auch eine Visualisierung von der blinkenden LED und so einen Slider, mit dem man die Frequenz einstellen kann. Und die Visualisierung hast du ja dann auch quasi geschrieben und den Slider und so. Ich habe sie geklaut, muss ich gestehen. Das ist eine der Beispielanwendungen. Okay. Fängt man natürlich am Anfang mal mit an. Noch eine App. Ja, ich habe noch eine, sage ich gleich. Ich erzähle noch ganz kurz ein bisschen was dazu. Also was man im Wesentlichen machen kann in diesen Apps, ist auf diese programmierbaren, also diese GPIO-Pins und diese verschiedenen Busse, die da Raspi eben anbietet, auf die kann man zugreifen. Dafür gibt es fertige Bibliotheken, da muss man nicht loslegen. Wenn man aber anfängt, irgendwie ein bisschen ambitioniertere Projekte zu machen, also andere Dinge, die mit einem Raspi unter Linux selbstverständlich sind. Also es gibt diesen Dallas-Eindrahtbus, mit dem man Temperaturfühler in so einer Kette an so ein Gerät hängen kann, dann fehlt schon die Bibliothek unter Windows im Moment. Hm. Aber mir ist trotzdem jetzt nicht richtig klar, warum man jetzt Windows, also warum man kann den Kram doch einfach unter Linux programmieren und kann da gut auf den GPIO-Boss drauf zugreifen. Kann man eben jetzt auch mit Windows, kann man jetzt auch mit Visual Studio, also den gängigen Entwicklungswerkzeugen, mit den gängigen Bibliotheken, die Leute kennen. Also es ist im Zweifelsfall für einen anderen Kreis von Entwicklern interessant. Aber die Bibliotheken kann ich doch zum großen Teil nicht verwenden, oder? Ja, die Bibliotheken, die Microsoft anbietet, schon. Also das, was so ein Bestandteil von dem Windows für das Internet der Dinge ist, das kann ich natürlich verwenden. Und dass andere Leute anfangen, Bibliotheken zu programmieren, um mit zum Beispiel diesen Dallas-Eindrahtbus anzusteuern, ist durchaus möglich. Also das ist eine Frage der Zeit und wie es angenommen wird. Also so von der Stimmung in den Foren und in dem Bereich startet das gut, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht der Riesenkracher, das ist anders als der Raspi auf den Markt kam. Aber plus der Raspi ist ja genau dafür gemacht, um Leute an die Programmierung, um junge Leute an die Programmierung zu bringen. Und da ist ja eine sehr, sehr schöne Programmierumgebung, ist ja direkt da vorinstalliert. Wenn du den Raspbian installierst, hast du, wie heißt das Ding nochmal? Habe ich jetzt gerade vergessen, wie das heißt. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr schöne. Also ich kenne viele Leute, die auch über die Programmierumgebung in diesem Bereich fluchen. Also insbesondere Leute, die in Windows sozialisiert sind, die empfinden sich in dieser Welt nicht wirklich gut. Ja, das ist natürlich klar. Also wenn man an Visual Studio gewohnt ist und da ewig dran schon rumbastelt, dann ist cool. Ja, und vor allem, wenn du schon komplexe Anwendungen und Bibliotheken und dir selber alles Mögliche geschrieben hast und du hast jetzt die Möglichkeit, das jetzt nicht alles nochmal irgendwie, also bei Arduino hinzufrickeln und bei Raspi halt irgendwie hinzuprogrammieren, sondern du hast halt jetzt schon mal deinen Ausgangscode, kannst damit halt arbeiten. Das finde ich, also ich denke, das wird einfach, also ich glaube für jemanden, der jetzt was mit Arduino macht oder eben mit Raspi so, der sagt, ach, ist mir doch egal. Aber jemand, der aus der Windows-Welt kommt, der freut sich, dass er jetzt hier eine Plattform hat, mit der er ähnliche Sachen machen kann. Und gerade unter dem Stichwort Internet of Things. Also ich glaube, da wird das nochmal spannend, weil du den da... Ja, das ist auch gerade, also mein Google hat jetzt so ein Ding ja auch noch gebracht. Gut, ist ein bisschen für kleinere Geräte noch, aber Windows oder Microsoft hat sowas. Also das ist jetzt echt das nächste große Ding, ne, wo alle mit dabei sein wollen. Deswegen auch sowas überhaupt erst kommt. Ne, also ich meine, das ist nett, dass es den Entwicklern anbieten, aber es geht ja auch darum, dass du selber dann die Macht hast, dass du selber diese Grundlagen hast. Ne? Und merkt man schon, dass da alle jetzt das Interesse haben, da auf diese Geräte draufzukommen. Ne? Es gibt, also ich habe auf der einen Microsoft-Konferenz haben die sehr interessante Zahlen genannt, nämlich dass viele Firmen, die sich in den nächsten Jahren in diesem Markt aktiv und die erfolgreich sein werden, heute noch gar nicht gegründet sind. Also das wird so ein bisschen verglichen mit der Anfangszeit der persönlichen Computer, nämlich dass Leute programmieren konnten. Und jetzt können Leute plötzlich mit geringer Schwelle anfangen zu basteln, also irgendwelche Hardware-Projekte machen. Und da möchte sich Microsoft natürlich ein Scheibchen von runterschneiden. Ja. Ich oute mich jetzt mal. Also ich kann diese Arduino-Geschichte, die finde ich, diese an Java angelehnt, ne? Diese Processing-Programmiersprache von Arduino, ne? Ja. Ist Visual Studio, also das fand ich relativ einfach und gut, für mich gut als Nicht-Programmierer gut durchdringbar. Ist Visual Studio noch einfacher? Nee, würde ich nicht so sehen. Ich sehe es als relativ komplexes Werkzeug sogar an. Das ist nichts, um jetzt jemanden, der nicht programmieren kann, ganz schnell zum Programmieren zu bringen. Also es ist halt so, du hast jetzt mit dem Arduino eine Trommel, mit der kannst du auch, obwohl du nicht musikalisch bist, ganz coole Musik machen, aber das ist halt dann vielleicht, aber mit Visual Studio, das ist halt vielleicht dann eher wie Klavierspielen. Oh Gott, jetzt wahrscheinlich bringt mich jetzt irgendwie unsere Zuhörer um und so, aber ich glaube halt, du kannst halt, du kommst halt auch weiter. Also bei Arduino finde ich, kommt man halt auch schnell an Grenzen. Ja klar, aber das ist halt auch. Aber klar, aber du kannst, aber ich glaube, das ist einfach nicht für jemanden wie dich, ist das halt auch einfach nicht gemacht. Und interessant fand ich ein Ding, das Microsoft sagt, die sehen, also es gibt nicht nur den Raspi, sondern es gibt im Rahmen von diesem Internet der Dinge bei Microsoft auch eine Arduino-Anbindung, sodass man von einem Windows-Phone aus den Arduino ansprechen kann. Das ist dann eine Funkverbindung über Bluetooth.
Und die sehen dabei die ganzen Sensoren, die in so einem Telefon sind, auch als ideales Bastelmaterial. Ich meine, so ein Windows-Phone kostet heute nicht mehr, also die kleinen Modelle kosten nicht mehr viel. Da ist GPS drin, da sind Ladesensoren drin, da ist alles möglich. Ja. Und das sozusagen als Bluetooth, WLAN, Bluetooth, das ist ja auch im Internetzugang. Ja. Du kannst relativ einfach eine Oberfläche zusammenstöpseln. Also das ist interessantes Spielmaterial, was im Moment, glaube ich, so noch gar nicht wirklich wahrgenommen wird. Absolut, glaube ich auch. Okay. Aber Visual Studio, das kann man dann in mehreren Programmiersprachen, glaube ich, kann man sich aussuchen, was man benutzt. Ne? C#, C++, Visual Basic geht auf das Ding sogar. Mhm. Das ist ein Riesen, also da gibt es eine Menge Leute, die das fließend sprechen. Ja, cool. Python, also die ganzen gängigen Webgeschichten. Und wie man es drauf bekommt, steht in der CT? Wie man es drauf bekommt, steht in der CT und noch einiges mehr. Okay. Dann würde ich sagen, weil du guckst schon dauernd auf deine Uhr, Kino. Also, vielleicht sollten wir zum nächsten Thema kommen. Eigentlich wolltest du ja noch eine App zeigen. Die sehen wir gleich. Die startet im Hintergrund. Ja, wenn wir das Bild da lassen, dann sieht man die letzte App. Gut. Kommt von ganz allein. Auf welche deiner, jetzt hast du mir voll die Überleitung kaputt gemacht. Ja, auf welche deiner vier Uhren guckst du denn zurzeit am liebsten? Also ich benutze im Moment privat nach wie vor die Pebble. Die Apple Watch kann ich gar nicht benutzen, weil ich privat kein iPhone benutze und ich damit de facto nichts anfangen kann. Also, ja. Hintergrund, Kino, du hast zusammen mit Stefan und mir einen großen Smartwatch-Vergleich in der CT gemacht. Eigentlich ja ein Smartwatch-Betriebssystem-Vergleich. Okay. Ja eher, ne? Also eher ja nicht so auf die Hardware. Genau. Also weniger so, welche hat jetzt das beste Display, sondern mit welche erfüllt denn am ehesten so das Alltagsversprechen, das so eine Smartwatch bieten kann. Genau. Kannst du da ein Urteil, gibt es ein Urteil? Also ist die Apple Watch jetzt das Maß aller Dinge oder ist es nicht? Oder gibt es für das ist für ja gerade das Ding. Also ich könnte jetzt, also vielleicht würden das auch unsere Mitbewerber würden das machen, die würden dann sagen, die Uhr kriegt eine 1,3, die kriegt eine 1,7, die kriegt eine 3. Und das geht unserer Meinung nach überhaupt nicht, weil die Uhren so unterschiedlich sind, was auch die Anwendungsgebiete angeht. Und ich glaube, dass jeder ein ganz anderes Verständnis davon hat. Ist das, also das ist Space Invaders. Jetzt, das blinkt mir jetzt sogar. Vielleicht können wir das Programm dann auch doch wieder ausschalten. Wir haben jetzt im Hintergrund die ganze Zeit über den Raspberry des Space Invaders laufen und das blinkt cool. Sehr. Nee, ich habe das auch so. Ich kriege gleich so einen epileptischen Anfall, weil mich das genau. Hier so okay. Anblinkt. Aber kein Problem. Aber jedenfalls, die Uhren. Zurück zu den Uhren. Genau, die sind also. Wie soll ich sagen? Also, wenn man. Wir hatten ja geschrieben, wenn man jemanden fragt, wenn man fünf Leute fragt nach ihrer Definition von Smartwatch, dann kriegt man irgendwie sieben verschiedene Antworten oder so, weil alle Leute da ganz andere Vorstellungen, ganz andere Wünsche haben und diese Uhren erfüllen auch ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel die Gear S, das ist ja sozusagen die eierlegende, wie heißt das nochmal, Wollmilchsau oder so. Die hat tatsächlich eine SIM-Karte eingebaut, also man kann damit telefonieren. Also man kann eine SIM-Karte einlegen, so. Genau, und dann kann ich wirklich ohne eine Telefonkopplung kann ich da reinsprechen und telefonieren, so Michael Knight-mäßig. Ich kann aber auch mit dieser Uhr, ja, da laufen halt komplett autonom Apps drauf und so weiter. Das ist also letztendlich ein komplettes Smartphone. Und so sieht das auch von der Größe aus. Ne? Ich meine, wenn wir das hier mal in die... Können wir mal einmal die Detailkamera anmachen? Können wir mal den Wolfgang-Petri-Arm von genau. Kino mit allen Uhren... Genau, also da kann man ganz wirklich sehen... Ganz rechts ist diese, das die, ne? Die ja. Größe, genau. Da kann man also wirklich deutlich sehen, wie die sich auch unterscheiden in der Größe. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Die habe ich jetzt so wie die Orgelpfeifen angeordnet. Mit der Apple Watch der kleinsten und der Gear S der größten. Und wir haben auch zum Beispiel darüber diskutiert, welche sich am besten benutzen lässt. Und dann hat Achim immer gesagt, er hat hauptsächlich die GS getestet, hat gesagt, ja, aber hier ist eine Tastatur drin, das haben die anderen nicht. Das ist besser. Und dann haben wir aber gesagt, ja gut, aber Apple und Google und Pebble, die hätten ja auch eine Tastatur da einbauen können. Das wäre sicher nicht das große Problem gewesen. Die haben sich sicher bewusst dafür entschieden, keine Tastatur da einzubauen, weil nämlich die Bedienung einer Tastatur auf so einem kleinen Display de facto nicht funktioniert. Naja, aber es auch so ist, dass die Samsung einfach auch ein bisschen mehr Fläche hat und darauf das vielleicht stimmt. Ein bisschen besser funktioniert auf den anderen. Aber sei ehrlich, hat Nein, das Spaß gemacht? Nein, es hat natürlich überhaupt nicht gut funktioniert, aber ich hatte die Möglichkeit, halt doch auch mal auf der Uhr eine kleine Nachricht auch zu schreiben, wenn ich es nicht einsprechen wollte. Aber du hast natürlich recht, natürlich nervt es an einen und wenn man ehrlich ist, holt man dann natürlich lieber das Smartphone aus. Klar. Genau, und sie ruckelt auch ein bisschen mehr als die anderen.
Und ich würde, und sie ist sehr, sehr teuer. Also ich würde die Uhr jetzt wirklich so als Sonderfall mal bezeichnen. Das ist was Spezielles. Ich finde aber, dass man die anderen drei Uhren nämlich, oder die anderen drei Betriebssysteme, Android Wear, Pebble und Apple Watch, dass die vergleichbar sind. Okay. Weil sie nämlich, da ist überall keine SIM-Karte drin. Das heißt, alle drei Uhren brauchen eigentlich, nee, stimmt nicht, bei der Pebble stimmt es nicht, aber die brauchen eigentlich trotzdem eine Verbindung zum Smartphone, weil sie nämlich eigentlich hauptsächlich ein Zusatzdisplay zum Smartphone sind. Das heißt, ich kriege eine SMS oder irgendwas piept in meiner Hosentasche oder vibriert, muss ich das Handy nicht aus der Tasche holen, sondern sehe, ach, ist nur Oma, ist nicht so wichtig, kann ich hier wegwischen oder was weiß ich. Oder Spam. Das ist im Prinzip das, was für viele Leute das zentrale Element einer Smartwatch ist, dass sie nicht immer das Handy aus der Tasche holen müssen. Spam auf der Uhr löschen. Ne? Ich möchte ganz kurz dazu sagen, auch bei der Sammlung ist diese Kopplung mit dem Smartphone auch. Ja, na klar. Wollte sagen. Na klar. Aber bei den dreien ich habe sie jetzt vor allem auch abgemacht, weil sie so weil sie für schwer ist. Okay, aber die drei, bei denen ist das auf jeden Fall das zentrale Element. Genau. Ja. Also bei der Apple Watch und der Android Wear, da geht ohne gekoppeltes Telefon eigentlich so gut wie gar nichts. Okay, jetzt sagen wir mal, jetzt, du bist jetzt der Uhrenexperte. Jetzt würde ich mal sagen, also ich stimme jetzt natürlich nicht, aber jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt der sportliche Typ. Ich brauche eine Uhr, wo ich vor allem diesen ganzen Sporttracking für so beim Joggen und so eine Uhr haben möchte, wo ich das auch, also zusätzlich zu dem, wir haben jetzt gehört, alle können das mit den Benachrichtigungen. Also welche von den Uhren würdest du denn sagen, ist denn für jemanden, der jetzt irgendwie viel Sport macht oder so, kann man da was sagen? So die, würde ich ganz klar die Pebble rausschmeißen, weil die nur einen Beschleunigungssensor hat. Die hat keinen Pulssensor. Auf der anderen Seite hat die Pebble aber eigentlich eine sehr gute Misfit-Integration. Das ist so eine Fitness-Tracking-App. Und du merkst, irgendwie ja, fällt mir das sehr schwer. Okay. Also was man sagen kann, ist, dass der Pulssensor, den alle Uhren bis auf die Pebble haben, der ist bei Apple und bei der Gear S am zuverlässigsten. Weil der ist nämlich auch, der funktioniert auch, während man gerade läuft, während man sich gerade bewegt, und der misst auch permanent, während bei Android Wear, bei den Uhren zumindest, die wir im Test hatten, da kann man mal, wenn man seinen Arm ruhig hält, manuell so eine Pulsmessung starten, aber das war's. Die haben so einen elektrischen Sensor, Samsung und die Apple haben ja so einen optischen Sensor, ne? Der da so irgendwie Haut. Der ist überall gleich. Okay. Also das ist überall so ein, es funktioniert so, vielleicht. Ach nee, ich glaube, diese Uhr hat, also mit Android Wear, das hat Stefan gemacht, Stefan so Portek, ich glaube, die hat keine Pulsmessung. Die hat gar keinen Pulsmessung. Das kann man aber hier sehen. Da hast du nochmal einen Vorteil von Android Wear abgesprochen, da gibt es natürlich sehr viele verschiedene. Einmal nochmal die Detailkamera bitte. Hier kann man sehen, blinkt jetzt nicht so richtig, aber hier kann man auf jeden Fall sehen, dass da so, sieht aus wie Leuchtdioden da hinten drin sind, die schießen, also die leuchten halt grünes Licht auf die Haut und ein Kamerasensor guckt halt einfach wie, mal kurz überlegen, also die gucken auf jeden Fall, wie sich die Kapillare unter meiner Haut sozusagen verhalten und können dann also messen, wenn wieder ein neuer Strom Blut in meine. Und das ist tatsächlich zuverlässig? Also bei den, also du hast ja gesagt, bei der Apple Watch und bei der Samsung war das auch während der Bewegung. Also ist das wirklich zuverlässig so? Also ich meine, plus minus 10, klar, aber. Wir haben das mit dem Pulsgurt verglichen und es ist nur so, dass bei der Apple Watch, die hat eine kleine Latenz. Das heißt, dir wird der richtige Puls angezeigt, sag ich mal 80, dann fängst du an zu rennen und bei dem Brustgurt geht der Puls dann schon früher hoch und hier dauert es dann noch ein bisschen, aber wenn sich das wieder eingependelt hat, dann sind die beiden wieder gleich. Verstehst du? Also da ist wirklich da ein Schlagunterschied oder so. Dann ist beim Pulsgurt irgendwie 115 und die Apple Watch macht 114 oder so. Wir aber gehen gerade auch gut. Super ins Detail. Ja. Ja. Aber also ich bin jetzt der sportliche Typ und würde sagen, ja, das haben wir ja jetzt schon beantwortet. Ja? Genau. Okay. Und deswegen haben wir das in dem Heft ja auch so gemacht, dass wir extra so verschiedene Anwendungsgebiete, dass wir die verglichen haben. Spiele? Also wir haben zum Beispiel Bedienkonzepte, Textnachrichten, Musik hören, Musiksteuerung, Navigieren, Spiele, Fitness-Tracking,
digitale Zifferblätter, also für Leute, die es hauptsächlich aus Stylegründen benutzen wollen, und Besonderheiten. Und da sieht man wirklich, wie stark man da differenzieren muss. Mhm. Das gibt es also wirklich, das ist alles wirklich sehr, sehr, obwohl diese ganze Geschichte, glaube ich, wie viele Seiten sind das? 15 Seiten insgesamt. Würde ich trotzdem sagen, dass wir noch nicht genau ins Detail gegangen sind. Also sind wir schon, aber man könnte auch 30 Seiten. Man kann nicht alles aufschreiben, was man so merkt. Was ich ganz spannend fand, war die Apple Watch, die ja schon, glaube ich, von vielen so als die so schickste Uhr auch, vielleicht auch elegantste, weil es so klein ist. Mhm. Was ich dabei ganz spannend finde, eine Sache, die ja dazu gehört, sind ja die Zifferblätter. Genau. Auch also das Schicke ausmacht. Und da kommt die Apple Watch ja nicht so gut weg. Ich muss allgemein sagen, dass ich die Apple Watch zwar ganz interessant finde, da sind ein paar wirklich gute Ideen drin. Also zum Beispiel, dass man den Herzschlag mit jemandem teilen kann oder dass man so da drauf malen kann und der andere, der auch eine Apple Watch hat, sieht das dann live und so weiter. Die ist sehr schön verarbeitet, muss man alles sagen. Trotzdem war ich enttäuscht von der Apple Watch, weil ich, muss ich leider so sagen, Apple Watch wirklich für einen Android Wear Abklatsch halte. Also das ist wirklich irgendwie wenig innovative Elemente. Die Grundfunktionen sind genauso wie Android Wear. Also dass man zum Beispiel so Google Now-mäßige Karten hat. Das heißt bei Apple Glances, auch dass ich hier runterziehe und hier steht dann keine Mitteilung. Das ist hier genauso. Ja, so. Mhm. Zumindest sehr ähnlich. Fand ich irgendwie alles nicht so richtig toll, muss ich sagen. Und was mich enttäuscht hat bei Apple, wirklich nur 10 unterschiedliche Zifferblätter hat, während man bei allen anderen Uhren halt Tausende hat. Und da wird sich aber vielleicht jetzt auch noch ändern. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann erlaubt Apple Fremdhersteller nicht, auf die Zifferblätter zuzugreifen. Was gemacht werden kann, es gibt viele Zifferblätter bei Apple haben so kleine Bereiche, wo sie zum Beispiel das Datum anzeigen. Mhm. Das heißt Komplikationen in der Ursprache. Das sind also, habt ihr schon mal gehört? Das sind halt so also Sachen, die irgendeine Information anzeigen, aber nicht direkt im Zifferblatt. Hm. Also so ganz genau weiß ich es auch also nicht. Zum Beispiel also Schritte, zum Beispiel. Richtig, und in dieses kleine Fensterchen, da kann man als App-Entwickler kann man da rein. Also ich kann, also da kann man dann zum Beispiel machen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass zum Beispiel Shazam kann dann da rein und dann kann ich auf dem Zifferblatt irgendwo draufdrücken oder so. Oder ich sehe von der Drittanbieter-Wetter-App das Wetter da drin und solche Sachen. Also da gibt es eine Schnittstelle. Aber die Zifferblätter selber nicht so sind stark. Sind lame, genau. Und was auch sehr problematisch ist, du kannst auf der Uhr nur in iMessage antworten bislang. Also du hast Also wenn du eine Nachricht bekommst, darauf zu reagieren, richtig, musst du das Handy oft rausziehen. Richtig. Hier. Und das ist halt auch so eine iOS-Geschichte, weil nämlich die Pebble, meine persönliche Lieblingsuhr in der Hinsicht, die hat bei der iOS-Integration das gleiche Problem, dass man da nicht antworten kann. Aber wenn man die mit Android koppelt, die Pebble, ist auch die einzige Uhr, die man mit iOS und Android koppeln kann, da kann man antworten. Da kann man also zumindest, die hat kein Mikrofon, keine Sprachsteuerung, da kann ich zumindest, wenn ich eine WhatsApp kriege, irgendwie ein Smiley zurückschicken oder ein Ja oder ein Komme später oder so. Was sehr praktisch ist oft, weil man auf viele WhatsApp-Nachrichten oder sonst allgemeinen Nachrichten einfach nur ein Okay schicken muss oder Nein oder sonst was. Und das geht alles bei der Apple Watch nicht, es sei denn, man ist ein iMessage-Nutzer. Und was ich auch sagen muss, dass ich allgemeine Touchscreens für Smartwatches, also das ist meine persönliche Meinung, da sind die Meinungen sehr geteilt, aber ich halte Touchscreen für keine gute Methode, weil das einfach so fummelig ist. Das ist zu klein und man muss dann so, und dann klappt das nicht und dann wischt man. Und diese Pebble hat einfach 4 Druckknöpfe und das funktioniert einfach. Das kann ich auf dem Fahrrad schnell benutzen, das kann ich unter der Dusche machen, wenn ich ein Also die Mischung aus beiden würde ich ja persönlich am besten finden. Also ich meine, die Pebble mag ich schon, aber es gibt halt Funktionen, wo man doch lieber wischt, ne? Aber klar, aber lieber, und du hast auch keine Knöpfe. Hier hast du dieses Rad noch bei der. Du hast zwei, bei der Apple Watch zwei Druckknöpfe. Einmal die Krone, die man auch drehen kann. Das ist der Home-Button sozusagen. Und aber man hat hier diesen Knopf, der nur dafür da ist, um diese schnell
Freundesansicht sozusagen anzuzeigen. Das macht aber nichts anderes. Auch doch, ich glaube, ich kann länger drücken und die gut, das hat aber ein paar Funktionen hat sie, aber nicht jetzt, du kannst es ja nicht wirklich damit bedienen, sondern du musst halt, meistens halt doch das Touchscreen. Ne? Genau. Und ich finde halt cool, wenn wirklich, wenn beides dabei, ich finde den Touchscreen schon ganz cool. Und da sind auch viele Inkonsistenzen drin. Also ja, wenn man mal denkt, man kann die Krone benutzen und dann den Touchscreen und so weiter. Ich glaube, dass die Apple Watch in einem noch ziemlich unreifen Zustand in den Handel gegangen ist. Ich glaube, die hätten noch ziemlich viel länger gebraucht, um die toll zu machen. Und ich traue Apple auch zu, da noch eine schöne Sache draus zu machen, dass tatsächlich dann auch Android, das ein wirklich ernsthafter Android-Ware-Konkurrent wird. Aber Google wird da auch nicht untätig sein. Ja. Ich glaube, also diese Konkurrenzsituation, Android-Ware, Apple Watch, Pebble als meines Wissens im Moment noch obwohl ja, Apple, insgesamt schon, die ja. Verkaufszahlen wissen wir noch nicht. Apple wird es wahrscheinlich jetzt überholt haben. Aber vor der Apple Watch war Pebble die meistverkaufte Smartwatch. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig, diese Konkurrenzsituation. Ja. Ein letztes Feature, was ich noch ansprechen wollte, war die Laufzeit. Da hat ja Pebble, glaube ich, schlägt die anderen noch um Längen. Genau. Aufgrund Pebble der hat 5 bis 7 Tage, was auch stimmt in der Praxis. Und die anderen Uhren muss man eigentlich de facto jeden Tag aufladen. Okay. Peter, du bist bisher kein Uhrenträger. Würdest du dir eine Smartwatch kaufen? Ist das für dich ein Thema? Überhaupt nicht. Siehst du keinen... Guck, wie schön. Ich würde nicht mal das Gerät von Apple nehmen wollen. Also. nein, aber siehst du keinen Nutzen dafür für dich zusätzlich? Nee, also ich bin sehr dankbar, dass ich kein so ein Ding am Handgelenk mit mir rumlagern habe. Und mir reicht das Telefon in der Tasche, das ab und zu Alarm macht. Da guckt man schon oft genug drauf. Ich brauche es nicht noch öfter. Okay. Das habe ich schon öfter gehört. Auf der anderen Seite ist die Uhr auch eine Möglichkeit, dass du dein Handy eben nicht so oft aus der Tasche holen musst. Ne? Also ich könnte mir das Einzige, was ich mir vorstellen ist, weiß ich nicht, beim Fahrradfahren oder so, ne, hat man ja immer das Problem mit den Haltern, das klappt alles irgendwie nicht das so gescheit. Ich bin gestern Fahrrad gefahren und habe Musik gehört und dann kannst du insgesamt lauter, leiser an der Uhr. Für die Navigation würde ich es mir ganz, ganz praktisch vorstellen, weil so aufs Handgelenk kann man eben mal schauen und das ist auch eine relativ solide Befestigungstechnik und so, aber nee, also das geht auch mit allen Uhren, diese Navigation. Ja. Ganz okay. Aber es ist ja oft so, dass man so eine erste Generation von Produkten sieht und das macht dann gar nicht an und dann irgendwie kommt die dritte und dann macht es klack und dann findet man es trotzdem spannend. Das ist mir mit dem Smartphone auch so gegangen. Also das hoffen die Hersteller. Ja. Ich bin auch gespannt, ob die Smartwatches jetzt einfach eine Kategorie sind, die uns künftig immer begleiten wird oder ob das jetzt so eine Modeerscheinung ist und die Teile verschwinden werden. Da bin ich echt gespannt. Da vermag ich auch kein Urteil drüber, mir zu erlauben. Okay. Wenn ihr nochmal wissen wollt, welche Smartwatch für euch die richtige ist, dann guckt in die aktuelle CT. 15 Seiten. Oder 15 Seiten. Sehr schön. Hier nicht alles in die Tiefe gehen, oder? Wenn ihr noch mehr über die Google I.O. wissen wollt, dann Werber, ne? Guckt auf heise.de. Wenn ihr mehr über den Recipe wissen wollt, guckt auch in die CT. Und wenn ihr mehr von uns wissen wollt, dann guckt nächste Woche wieder CT Uplink. Und ihr könnt uns schreiben auf uplink@ct.de. Und dann würde ich sagen, geh mal wieder hoch und arbeiten mal wieder weiter. Jo, bin ich auch. Dann würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche. Ciao.